Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil Village. Ja, ich hätte vielleicht beim Anblick unserer schönen toten und geliebten Frau vielleicht auch mal ihren Mund betrachten sollen. Sie hatte so einen schönen. Und da ist was drin. Scheint in ihrem Mund zu stecken, aber mit bloßen Fingern bekommt man das nicht raus. Okay, wir wissen, es ist was drin. Aber wir untersuchen auch mal die Beine. Aber wo ich entlang gegangen bin, habe ich gemerkt, ich kam einfach nicht irgendwie. Warte mal. Oh, da sehe ich was. Komm. Siehst raus. Ja. Yeah. Perfekt. Aufziehschlüssel. Wo ich hier entlang ging, habe ich ja nicht bemerkt, dass man hier auch ans Bein gehen kann oder so. Aber wir haben ja schon mal zumindest eine Sache gerade. Und ich glaube, dieser Aufziehschlüssel. Na, doch nicht. Vielleicht können wir sie auch bewegen. Nee, das ist jetzt der Arm. Untersuchen. Ah. Gehen wir mal weiter hoch, weiter hoch. Und weg mit dem Ding. Das ist der Schlüssel. Hören wir jetzt wirklich unsere Frau, die unser Kind im Bauch hatte? Silberner Schlüssel. Vielleicht kriegen wir jetzt eine Schere. Okay. Ich weiß nicht, wo. Das Wasser scheint zu funktionieren. Kann sein, dass wir es vielleicht nochmal. Dass wir es auch gebrauchen werden. Okay. Ah. So eine Box hatten wir auch schon ewig nicht mehr. Aber an die kommen wir nicht. Okay. Von der anderen Seite verschlossen. Ah. Kann man noch was öffnen? Glaub es doch nicht. Irgendwie, ich weiß nicht. Donner ist echt nervig. Donner, du bist nervig. Aber vielleicht finden wir sowas wie eine Pinzette oder so. Vielleicht, um das da im Mund rauszuholen. Komm jetzt. Irgendwo muss doch was sein. Und warum kann ich das Wasser nicht abstellen? Jetzt geht's Wasser die ganze Zeit. Das ist auch blöd. Also ich habe jetzt im Endeffekt den Schlüssel herausbekommen. Oder vielleicht kann man auch an die Hand. Genau untersuchen. Kann man vielleicht auch den Kopf wegmachen? Aufziehschlüssel, silberner Schlüssel? Ja, ich dachte vielleicht so mit dem Schlüssel, der ist schon dünn. Hä? Sinn? Haben wir einen Raum geöffnet, wo wir eigentlich, wie gesagt, nichts gefunden haben? Bis jetzt. Ohne Waffen ist das echt schwer. Ich hätte das einfach kaputt getrümmert, was?
Ich meine, ich hocke hier jetzt drin. Wusste gar nicht, dass das geht, also. Kann man irgendwie hier. Kann ich mich jetzt da drin verstecken oder? Wofür ist ein Schrank da, der leer ist? Die Kiste nervt mich. Biohazard. Ich will es irgendwie nicht raffen, habe ich das Gefühl. Irgendwie will ich es einfach nicht raffen. Kannst mir jetzt noch nicht sagen, dass ich alles nur hier aus ihr rausziehen muss. Nee, ich will nicht den Arm. Ich möchte ehrlich gesagt mal Erklärung. Das Ding kriege ich nicht weg. Vielleicht der Aufziehschlüssel. Okay, es macht noch weniger Sinn, mit dem Aufziehschlüssel irgendwas zu machen. Aber in dem Ding ist nichts drin. Ich schon wieder vor etwas. Och, das Wasser nervt. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, weiter geht's. Haben wir uns den eigentlich mal genauer angeschaut? Warte mal. Wartet mal. Warte mal. Kann man den nicht irgendwie so drehen? Putzen? Aha! Untersuchen. Jetzt weiß ich, warum das Wasser die ganze Zeit läuft. Jetzt macht das aus. Ah. Ist das unser Heirats 05 29 11? 29.05.2011. Und wir haben ja noch ein Schloss. Null fünf, zwei, neun, nein, eins, eins. Offen. Komm zurück. Ey, die ist ja viel schlimmer als Ding. Wie hieß der andere aus Ding? Ich glaube Lucas. Lucas hieß er. Ich wollte gerade Waffen auswählen und ich habe gerade bemerkt, dass wir keine mehr haben. Und jetzt sind wir in einer Vorratskammer im Keller, oder? Oh, versuchen. Ein Erinnerungsstück an meine Zeit mit Ethan. Leider spielt sie nicht mehr. Okay. Okay, ich muss jetzt ehrlich sagen, wenn man sich schon hier in diesen Schränken verstecken kann, kann es vielleicht sein, dass uns Donner irgendwann auf den Nerv geht? Wie kommt ihr hierher? Oh. Dafür ist wahrscheinlich der Aufziehschlüssel. Zylinder tauschen. Abspielen. Oh, okay. Ist wahrscheinlich, deswegen müssen wir wahrscheinlich Zylinder tauschen. Okay. So. Und da geht der Riss, der obere. Oder vielleicht
So einfach. Und dann halt vielleicht so. Probieren wir es mal. Okay, funktioniert nicht, funktioniert nicht. Müssen wir noch ein bisschen ausprobieren. Ja, ich weiß, dass es nicht funktioniert. Oh. Sieht jetzt besser aus. Und was ist, wenn ich den dahin mache? Und die zwei einfach tauschen. Oh, das sieht doch. Oh, wie schön. Eine Pinzette. Endlich. Mia, wir kommen. So, ich will jetzt keine Zeit mehr in diesem Haus verlieren, wenn ich ehrlich bin. Hängt jetzt das Bild jetzt richtig? Oh ne, sag mir jetzt nicht, das ist eine Anspielung auf Mia. Bitte nicht, bitte nicht. Ich find's ja eh schon gruselig. So. Mund öffnen. Sieht mir nach so einer Filmrolle aus. Ein Zettel. Ein Filmstreifen. Oh mein Gott. Ich habe so die Vermutung, dass irgendwas mit unserer Tochter, von dem, dass sie halt infiziert war, wahrscheinlich passiert ist. Nee, warte mal, hoch können wir nicht. Aber es gab doch hier ein Arbeitszimmer. Genau, hier. Unsere glückliche Familie. Rose, bester Freund auf der ganzen Welt. Diese Geschichte liebt sie. Das Wichtigste in unserem Leben. Ein Hochzeitsgeschenk von Oma. Ethans Beweis für seine ewige Liebe und Treue. Ich glaube, Donna hat uns sehr unter die Lupe genommen. Ach. Da steht Rose, bester Freund auf der ganzen Welt. Diese Geschichte liebt sie. Die wichtigste in unserem Leben. Ein Hochzeitsgeschenk von Oma. Ethans Beweis für seine ewige Liebe. Okay. Beweis für seine ewige Liebe müsste ja dann der Ring sein. Ein Hochzeitsgeschenk von der Oma. Ihr Lieblingsbuch. Der beste Freund. Film abspielen. Das ist doch mehr als pervers. Oh nein. Bitte sag mir jetzt nicht, das wird jetzt so ein Feeling wie in den Bakers Haus damals. Nee. Och nee. Puppen. Überall Puppen mit einem depressiven Blick. Oh Gott. Eine Schere. Wir können die Bänder durchschneiden. Immer mitnehmen, ja? Ein Telefon. Die Leitung ist, glaube ich, auch tot. Alter. Donner? Donner?
Mach jetzt. Bitte, Ethan, hör mir zu. Ich wollte es dir nicht verheimlichen. Mia? Ich wollte dich nicht nochmal verlieren. Ich hatte Angst um unsere Familie. Mia, wovon redest du? Das freut mich. Ich meine, wir haben noch weniger Finger als beim letzten Mal, aber was musste sie tun? Was denn? Was musste Mia tun? Aufschließen. Oh ja, perfekt. Wir kommen so wieder zurück. Aber ich will wissen, was das hier für ein Raum ist. Untersuchen. Hering? Da fehlt ein Baby. Ihr habt das auch gesehen, oder? Ihr habt doch auch genau dasselbe gerade gesehen. Oh mein Gott. Arm vielleicht ein Hinweis? Nee. Schere. Das Baby. Oder? Wetten, es ist das Baby. Nee, es ist die Scheibe. Und dann brauchen wir das Baby. Was ist nur passiert? Was ist nur passiert hier? Oh nein. Ich glaube, wir dürfen jetzt. Ja, wir kommen jetzt durch den Keller, Leute. Oh mein Gott. Oh Gott. Hier ist ein Seil. Ach Gott, im Himmel. Und da ist die Wiege. Und warum bewegt sich immer noch die Wiege? Vor allem, wo wir... Die Wiege bewegt sich ja immer noch, obwohl es im Video schon vorkam. Alter, dass er sich auf sowas einlässt eigentlich. Das ist wahnsinnig. Oh nein. Schlüssel zum Sicherungskasten. Und zwei. Kommen diese Geräusche? Ich habe das Gefühl, die kann mit unseren Gedanken spielen. War da gerade was durchgebackt? Hier sind... Wo ist die Puppe? Ich hab Angst, ey. Oh nein. Nein. Das war davor noch nicht da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Das ist eine richtig fette Nabelschnur. Ah. Oh mein Gott. Das ist so ekelhaft. Oh ja. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Mach das. Mach das alles wieder rein oder keine Ahnung. Oh, ich glaube, ich...